Hallo Elena! Elena, ja, kommt. Herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Sie ist wieder bei uns. Oder endlich bei uns. Ja, jetzt geht's weiter hier. Wo sind wir eigentlich gelandet? Das war ein Riesenfehler. Allerdings, hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her, ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück. Ja. Halt, stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los! Ach komm, du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut, ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu, wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt. Diesmal fahr ich. Juhu. Okay. Dürfen wir jetzt mal fahren? Oh, cool. Na dann, springen wir auf. Ich verstehe das nicht. Hier verschwindet einfach eine ganze Kolonie. Wir kriegen Gesellschaft. Was auch sonst. Die Wichser. Alter, rastet man nicht aus. Und tot. Okay, wir sind also instant tot, wenn wir so einen Scheiß fast berühren. Das ist jetzt eher suboptimal. Aber die schießen doch da eh drauf. Muss ich dann einfach langsam fahren, warten, bis sie das aufschießen, oder? Ich muss schneller fahren. Alter! Das Problem ist, dass die ja, wenn ich langsam fahre, dann schießen die ja sowieso. Kannst du wieder fahren, Elena, und ich schieße? Das ist eigentlich so, das glaube ich, passt. Ich glaube, die Kombination hat mir ganz gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Muss ich mich jetzt hier versuchen, Schieß doch die scheiß Fässer kaputt. Alter, wie soll ich denn das machen? Die sollen die scheiß Fässer vorher kaputt schießen. Wartet mal, ist hier vielleicht noch irgendwas? Weil so wirklich umgucken durften wir uns jetzt hier nicht. Und dann ist hier vermutlich auch nichts. Okay. Na, das wird jetzt eine spaßige Partie hier. Muss ich jetzt immer vor so einem Fass kurz anhalten, oder was? Schießt auf das scheiß Fass! Hier auch! Oh, ist das zum Kotzen! Wie soll denn das funktionieren? Ich kann nicht einfach durchrasen. Ich rase jetzt einfach mal durch. Jo, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Du kannst kein Fass berühren. Es wird nicht funktionieren. Aber wie dann? Kann ich schießen? Ah, okay. Ich kann nebenbei schießen. Ach, ich muss nebenbei auf die Fässer schießen. Nicht die Gegner. Ich verstehe. Warum macht sie das eigentlich nicht? Warum muss ich alles selbst tun? Ich glaube, es hakt. Ohne Witz, ich verstehe es nicht.
Warum kann sie das nicht? Scheiße. Hab's getroffen? Ich hab's getroffen, okay. Wo geht's lang? Oh, schnell, schnell, schnell. Mann, die sind einfach so krass, was auch mit, also was den Schaden angeht. Oh. Okay. Wo sind wir jetzt? Da ist es. Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Wie reinkommen? Ich habe was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich meine ja nur, hier ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Oh Mann. Danke. Ja, ich erkläre gar nichts. Und willst du da auch groß erklären? Finden wir es heraus. Du bist doch völlig gestört. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Ja, natürlich. Sie passt auf und ich darf mich hier wieder durch die Gegend ballern. Na klar. Verdammt. Oh, das hättest du wohl gerne. Verflucht. Muss das sein. Elena, du machst mich fertig. Halt. Munition. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da! Da stand's einfach. Okay. Ach, da kommen natürlich noch mehr. Gleich verrecken. Gleich verrecken, ihr Bastarde. Holy shit, was war das denn? Haben die denn geraucht? Ich glaube, es war jetzt gar nicht so gut. Wo ist der andere Dude? Komm raus. Gut. Oh, dass hier natürlich jetzt gleich wieder so übertrieben viele kommen, kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Vor allem, was der andere eigentlich? Ein Raketenwerfer? Was raucht der? Der hat schon wieder eine Granate genau in dem Moment gedroppt. Oh, der Dude mit dem Granatwerfer gefällt mir gar nicht. Uäh. Ja, kommt noch mal raus. Na kommt. Ihr wisst doch, dass ich da bin. Wo schießt ihr hin? Und ihr wisst, dass ich da hinten um die Ecke stehe. Meine Fresse. Kommt, gleich der nächste. Na kommt. Ja, wenn ich dir gehöre, solltest du auch vielleicht mal anfangen, mich zu schnappen. Und dann kommen aber auch gleich zwei, ne? Da kennen sie dann auf einmal nichts. Ich muss immer noch auf den Dude aufpassen mit seinem scheiß Raketenwerfer. Jetzt bin ich die Warterei satt. Wo bist du? Jopp, genau darauf musste ich aufpassen. Den Motherfucking... Boah, das ist ein Wichser, Alter. Jetzt. Nein, zu lange nachgeladen. Oh, shit, er ist tot. Also shit nicht, ist gut, aber... Das war irgendwie gar nicht so einfach. Och, noch mehr? Was ist los mit euch? Ihr werdet alle sterben. In Ordnung. Oh, ne, jetzt hab ich wieder eine Uzi. Schön. Puh. Jetzt geht's los. Warum war klar, dass da ein... Scheiße.
Oh, Blindschüsse, ne? Hätten ruhig mal ein bisschen. Kopfschussexperte, Mensch, guck mal. Was war das, mein 40. Headshot oder so? Kopfschussexperte. Ich finde es eigentlich voll clever, wie die immer ausweichen, so komisch zucken und ausweichen. Dieses Ausweichen geht mir nur ziemlich auf den Piss. Los. Also das ist ja wohl mal ein Headshot gerade gewesen. Oh, da haben wir schon wieder keine Munition mehr. In Ordnung. Na bitte. Könnt ihr mir mal bitte jetzt sagen, dass ich hier mal wieder gescheit Munition fallen lasst? Scheiß auf so eine Mikrokacke, Alter. Da, gib mir mal lieber die Munition. Das ist sonst noch irgendwas Interessantes, natürlich nicht. Moskaliber will ich nicht. Dann machen wir so weiter. Hier hoch wahrscheinlich. Oh ja. Munition will ich. Was? Willst du mich verarschen? Natürlich muss ich da hoch. Fällt der einfach runter? Oder muss ich... Nee, da ist der Elena. Willst du mich verarschen? Es muss doch da weitergehen. Oh, komm, nochmal. Wobei da irgendwie auch nichts Weißes zum Festhalten ist. Muss ich vielleicht da außen rum? Wenn ich da jetzt runterfalle... Aha. Da geht's lang. Oh, was für ein Penner, Alter. Oh, war das nice. Hoch und Headshot. Das war nice. Oh mein Gott. Nate, was war das denn? Naja, wenigstens hier ein Checkpoint. Ach so, er springt einfach direkt rüber. Er ist der krasseste aller. Okay, machen wir das Tor für... Ja, Elena auf. Kapitel 9 zum Turm. Ja, also. Ach so, sie macht direkt Platz für mich. Finde ich gut. So, jetzt weiß ich auch sofort, was ich hier machen muss, nämlich... Erledige sie, Elena. Da steht Elena, nicht ich. Trotzdem muss ich mich um die ganze Scheiße hier kümmern. Elena macht nichts, außer sich ergötzen an unserer Action, die wir hier machen. Ist das scheiße, Mann. Elena ist so richtig... Vor allem was... Die spawnen einfach, weißt du? Keine Explosion, kein gar nichts. Yo, das haben die übertriebenerweise auch noch... Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt hatte der übertriebenerweise auch noch einen Raketenwerfer. You got to be kidding me. Irgendwie ist der Weg jetzt gerade gar nicht... Jetzt mal hier. Wo muss ich denn hier lang? Hier schon mal nicht. Ah, verfluchte Scheiße. So. Da wird's aber hier auch nicht weitergehen, ne? Oh, der mit seinem Raketenwerfer geht mir auf den Sack. Oh, also diese Jetski-Passagen sind irgendwie hässlich und nervig. Häng ich fest. Oh mein Gott.
Typen her! Aber wo geht's denn dann? Ich raste aus.